Für Vorpommern wurde heute der neue Rettungshubschrauber Christoph 47 in Betrieb genommen. Der neue Helikopter zeichnet sich im Vergleich zum Vorgänger durch eine höhere Leistungsfähigkeit und ein höheres Sicherheitsniveau aus und glänzt zudem damit, dass er sehr viel leiser ist. Der größere Tank ermöglicht außerdem häufigere Flugeinsätze, ohne erneut auftanken zu müssen. Landrat Michael Sack betonte, dass damit in Vorpommern eine optimale Patientenversorgung möglich ist. Zudem sei es ein schönes Zeichen für Vorpommern, einen so brandneuen Helikopter Baujahr 2020, den derzeit modernsten Hubschrauber der zivilen Luftrettung, in den Dienst stellen zu können. Das Einsatzgebiet des Hubschraubers umfasst die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Teilbereiche der Mecklenburgischen Seenplatte. Zudem werden auch die Inseln Usedom, Rügen und Hiddensee mitbetreut. Landrat Michael Sack bedankte sich ausdrücklich bei Minister Harry Glawe, ohne dessen persönliche Unterstützung dieses Vorhaben nicht zustande gekommen wäre. Sein Dank gilt ebenso der Universitätsmedizin Greifswald und der DRF Luftrettung für die professionelle und angenehme Zusammenarbeit.